dunkle Erinnerung. Ich weiß, da ging ein neuer Laden auf, oder es gab es noch nicht lange. Und wir sind da rein, voll stoned natürlich, haben gespielt. Es war bunte Lichter und auch schon die ersten Stroboskope gesehen. Und wir haben einen Gig hingelegt. Weiß nicht mehr genau, was war, aber es war, wie soll ich sagen, tumultös und es war viel los und spannend, aber was genau ist, weiß ich nicht mehr. Da war vieles, was man vorher noch nicht so gesehen hat, und aber Details weiß ich nicht mehr genau. Es hat auch riesen Spaß gemacht und die Leute waren gut drauf. Ein paar waren bestimmt auch auf Trip und so, es war ja alles angesagt so. Und es roch auch schwer nach Gras schon so vor der Bühne. Nee, ich glaube, ich war da nicht mehr. Ich war nur mit einem Jazz-Saxophonisten, dem berühmten Yusef Lateef, war ich mal in der Altstadt. Wie hieß das? Ein bekannter Jazzladen, ja. Ja. Aber im Cream Cheese war man nicht mehr nachher. Unser Gitarrist Ax Kendrich ist ausgestiegen und wir sind nach dem letzten Gig dann direkt in Düsseldorf vorbeigefahren und der Hans Hartmann, unser Bassist, hatte Kontakt zu ihm. Wir haben ihn abgeholt mit der Bedingung, dass er bei uns dann wohnt in der Kommune bei Heidelberg, und das hat er gut gefunden und ist mit seinen zwei Katzen da eingezogen, und dann haben wir vehemente Konzerte gespielt. Ja. War nur ein Jahr lang bei uns, aber das war schon eine intensive Zeit. Ja, es gab ja damals nicht so viele Gitarristen, die da in Frage gekommen wären. Und der Hans Hartmann, der kannte ihn von irgendwo, ich glaube von Eilif. Oder hatte mit ihm vorher schon Kontakt und dachte, das sei der richtige Mann für uns. Und das, so hat das dann auch ziemlich schnell geklappt. Und nachher leider nichts gehört, weil er irgendwie verschollen war. Ich habe einen Telefonanruf gekriegt, dann war das vor ein paar Jahren, vier, fünf Jahren. Und eine Frau war dran, ein Mädchen. Und die sagte, ob ich irgendwas vom Hochschein wüsste, das sei nämlich ihr Vater und sie hätte ihn noch nie gesehen. Und da sagte ich, leider weiß ich auch nichts Genaues, wo er ist oder wie es ihm geht. Und ja, schon verrückt. Ja, am Anfang fand ich das schrecklich und völlig daneben und so, aber heute ist mir das egal. Das ist ja im Ausland ein Qualitätsbegriff geworden, so, und ist eine Schublade wie Speed Metal oder Reggae oder Heavy Blues oder Etikett halt. Und es ist ihm nichts Besseres eingefallen, und somit sind Bands wie Cluster und Amandyl Embryo und Ken und Guru und viele andere alle unter dem Begriff Krautrock, obwohl die völlig andere Musik machen alle. Aber es gibt Schlimmeres. Ja, das sind halt alles nur Wörter, aber das ist, also wir sind so vielseitig, wir spielen von, bei uns ist ja Rock'n'Roll drin, Phanoman und Space Rock und Psychedelic. Das waren unsere ersten paar Jahre, und Underground, das war blanker Underground und wurde halt dann immer mehr beeinflusst auch von Funk und vor allem von Hendrix. So wollten wir eigentlich spielen, aber das konnten wir nicht, aber es hat sich dann was anderes Tolles ergeben draus. Wir haben natürlich unsere Klamotten nicht in den Modeläden gekauft, sondern das haben wir uns von Mädels abgestaubt, und rote Samthosen und Glitzerhemden und was so aufzutreiben war, Secondhand oft. Und mich hat mal in Düsseldorf, eine Frau auf der Straße angemacht. Ich hatte dann blaues
Seidenhemd, schön, und eine rote Samthose, also ordentlich. Und der hat gesagt, wie können Sie nur so rumlaufen, Sie sollten sich schämen.